Ja, hallo, willkommen zurück zu Let's Play Ratchet & Clank Part 15. So, ich hatte gerade, wie bereits jetzt erwähnt, ich habe die Boots geholt, als ich wieder da war, war da schön weg. Ich habe mich direkt mal kurz ein bisschen umgeguckt, ich habe gesehen, wo ich rein muss. Ich kann euch jetzt zeigen, wie ihr es richtig holen solltet. Hier oben ist nämlich der Eingang dafür. Mal einfach reinfliegen mit dem Ding. Hier ist der Turm und zack. Schön, dass der Turm noch da war. Okay. Deshalb habe ich direkt jetzt mal hier eingeschaltet, damit ihr direkt mal seht, wie es geht richtig. Also entweder das zweite Mal wiederkommen, nichts gemacht habe, oder wie jetzt gerade nochmal gezeigt, diesen Turm zerstören. Jetzt wisst ihr, wo es geht. Braucht die Visibomb-Werfer halt dafür, die ich jetzt gerade benutzt hatte. Das sind die zwei Methoden, auf die man die holen kann. Ich schätze mal, dass einfach kaum Leute auf die erste Art gekommen sind, deswegen haben wir schon jetzt weiter in die vierte, aber. Boah. Haben wir durch hier, den Namen wir schon. Oh, ich hab. Oder? Wer war doch? War da ein Teleporter? Ich hoffe es doch, oder? Ich meine, wir müssen doch Quark abschießen, ne? Da sind wir, glaube ich, jetzt mal stehen geblieben. Haben wir noch das alte Schiff? Ja, da gibt es Teleporter, gut. Dachte schon. Na dann mal los. Raumjägerhanger. Gut. Dann wollen wir mal Quark in den Arsch ballern. Okay, komm her, Quark. Let's go. Weil du Quark bist und ich hasse dich. So mach ich das. Hier muss man auch ein bisschen aufpassen. Die lenken auch gerne mal dagegen. Ist mir auch schon häufiger passiert. Gott, das Zombie ist so verwirrend. Boah, wie fliegt der denn? Wie fliegen die denn hier, ey? Ja, Flugbahn habe ich aber anders in Erinnerung. Munition nehme ich ruhig mit. Kann nicht schaden. Leben nehme ich auch mit. Man weiß ja nie. Ich glaube, ich habe gerade schon ziemlich viel Leben verloren. Zu viel, um genau zu sein. Dann nehme ich das hier auch wieder mit. Okay. Da weiter. Wieder leer, also das ganze Leben, was ich kriegen kann, das nehme ich einfach mal mit, ne? Denn scheiße, hier würde das auch als tot gelten. Oh, oh. Seine Trainerin müsste, glaube ich, Helga sein, ne? Nur als Info. Die uns auf Metropolis den Schwunghaken verkauft hat. Oh, tschüss! Gut, Ratchet, du hast den Test wohl bestanden. Oh Mann! Down. Ja, Quark ist Geschichte. Trotz meiner anfänglichen Skepsis muss ich zugeben, dass deine Flugkünste sich langsam verbessern. Endlich hast du es kapiert. Aber damit finden wir Drake auch nicht. Mann, Clank, kannst du denn nicht einmal locker sein und dich wenigstens ein bisschen freuen? Einmal? Hey, du willst Drake schnappen? Wetten, dass die Kiste das schafft? Hier ist Darla Gretsch mit einem Live-Bericht aus Gorda City. Dieser bislang friedliche Planet wurde heute ohne Grund angegriffen und verwüstet. Es scheint jetzt zweifelsfrei festzustehen, dass der Vorsitzende Drake nicht mehr davon abzubringen ist, die ganze Galaxie aus purem Egoismus zu zerstören. Es gibt scheinbar keine Hoffnung mehr. Das war Darla Gretsch für Kanal 2 News. Ja, ich weiß. Ich dachte auch nicht, dass es so schlimm wird. Weißt du, vielleicht hattest du recht. Es geht um viel mehr als dich oder mich. Es war egoistisch, nur an Quark zu denken. Wir können Drake immer noch aufhalten.
Hey, genau. Wir haben das neue Schiff. Schnappen wir ihn. So gefällst du mir. Na, gut. Das ist übrigens der Planet, wo ich mir eine kleine bestimmte Waffe brauche, die ich dann kaufen werde. Aber, kleines Geheimnis sage ich noch. Ich verrate es jetzt bereits. Mit den Gold Bulls kann man sich später Goldwaffen kaufen. Sozusagen abgegradete Versionen der Waffen. Da gibt es aber nur bestimmte von. Also es gibt nicht jede Waffe eine Goldversion. Gut. Und diesen Raum schaltet man auf Novalis frei. Sobald man als erstes mal durch ist, dann teleport auf Novalis. Es gibt allerdings eine zweite Möglichkeit, frühzeitig an Goldwaffen heranzukommen. Und diese befindet sich hier. Wandsprung hoch und den Fahrstuhl nehmen. Wir hatten sogar vorhin schon gesehen. Ich habe schon mal angeguckt vorhin. Aber ich habe da noch nichts zu gesagt. Es befinden sich nicht alle hier, aber 5 Stück. 5 Goldwaffen gibt es hier bereits. Ich überlege gerade, was nehme ich denn als erstes? Ich würde sagen, ich nehme den Blaster, ne? Und ich bin ein Kackidiot. Obwohl, nee, Quatsch. Nee, sorry. Doch bin ich schon, aber. Nein, meine Überlegung war gerade falsch. Ich überlege, ich hätte mir doch eigentlich damals vorhin auch schon den Goldwaffenversion von meiner Waffe kaufen können, die ich mir gleich noch kaufen werde. Aber die gibt's hier ja gar nicht. Gut. Goldblaster haben wir. Haben wir jetzt eigentlich, wie viel hat sie kostet? 20.000, dann haben wir das Goldgeld noch übrig. Zum Glück. Goldener Blaster. Oh oh. Clank? Clank? Komm schon, wach auf! Captain Quark? Nein, Dummerchen, ich bin's, Ratchet. Was ist passiert? Du wurdest vom Blitz getroffen. Hier tobt ein verdammt schlimmer Sturm. Du bist da draußen nicht sicher. Bin gleich zurück. Gleich zurück? Der Planet hat eigentlich eingewickelt. Und ich möchte auf jeden Fall alle machen, weil ich den nämlich ein geheimer Bolt freischaltet. Den ich auf jeden Fall haben will. Also es wird eine Weile dauern. Und das hasse ich. Hier bist du ohne Clank unterwegs. Ich hasse die Planeten deswegen. Okay. Ich habe heute ein paar tolle Sonderangebote. So. Und ich passe durch die Waffe, die ich holen möchte. Die Stromklaue. Mit der verschaffe ich diesen Planeten eigentlich recht gut. Den möchte ich einfach haben. Sieht wirklich scheiße aus, so zusammengedrückt links. So, das ist meine Lieblingswaffe im ersten Teil. Goldwissen gibt es auch noch, aber die können wir ja später sehen. Okay, ich würde sagen, ich mache jetzt als erstes. Ich mache den ersten optionalen Weg. Wo es auch noch zum Schluss einen für mich persönlich ein bisschen creepy Bug gibt. In der HD-Version. Ja, wir fahren jetzt erstmal kopfüber, ne? Dort vorne ist das Ziel. Jetzt drehen wir uns ein bisschen, dass der Planet hier angegriffen wird. Okay. Wow, ist der Drehwurm, ey. Okay, ist eigentlich nicht schwer. Ich hab's letztes Mal erst schon gemacht. Okay, jetzt tobt ein heftiger Sturm. So. Hier würde ich mal glatt sagen. Ach doch, geht. Ich will mich jetzt gar keinen. Klappt das? Perfekt. Machen wir uns den Weg ein bisschen leichter. Oh. Yay. Supi. Hat doch gut funktioniert. Okay. Gehen wir erstmal lang. Lüftungsschächte sollen das ja hier sein. Damit ich nicht weiß, was hier ein Lüftungsschacht macht, aber okay. Stellen wir jetzt mal nicht in Frage, ne? Bei dem einfach mal, wie es ist, dass es angeblich einer ist. Für mich hier drinnen, da ist irgendwie sehr fies, weil da kommt man so schnell gar nicht mehr raus. Okay, jetzt wieder gucken. Mal gucken. Und zack. Thank you.
Stimmt, jetzt war mal, dass wir Clank nicht hat, weil man hat das Helipack nicht. Damit könnte man sich sonst normalerweise abbremsen. Diese Möglichkeit ist jetzt hier halt nicht gegeben. So. Nehmen wir mal ruhig mit. Jetzt noch da lang. Hier ist jetzt übrigens eine Stelle, wo sie ja gleich zwei Golpuls ziemlich nah aneinander sind. Und leider müssen wir auch wieder kämpfen. Ah, hier sieht man gerade den ersten. Und das ist der erste oder der zweite, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube der erste. Ja, müsste der erste sein, den ich jetzt hole. Ja, war der erste da rechts an der Seite. Okay, gar nicht langsam. Da kommt so ein Fisch. Der Fischschüsse braucht es Teil 1, 2, 3. Drei Schüsse. Mal kurz die Waffenauswahl ein bisschen bearbeiten. Die Waffe brauche ich nicht mehr. Dafür nehme ich meine geliebte Stromklaue mit rein. Sind jetzt 2. Oh, wo ist einer gekommen? Okay. Und den ersten Bolt. 4 Stück gibt es auf. Ne, 3 Stück gibt es auf dem Planeten. Ja, 3. Das müsste dann die 1 gewesen sein. Okay, so. Jetzt hier dran. Ne? Da vorne ist bis auch schon das Ziel. Du bist auch raffiniert. Jetzt würde man hochspringen. Man hangelt sich einfach mal weiter. Und schon kommt man zum nächsten Bolt. Wie gesagt, 2 Stück, die fast direkt nebeneinander liegen. Oh, die 2. So, jetzt muss ich plötzlich hier ganz langsam runterkommen. Boah, fall jetzt bitte nicht runter. Ich hasse das. Ganz ehrlich, was soll ich machen? Zählt das jetzt als tot? Wenn er sich nicht festhält? Was kann ich dafür? So ist es nervig. Sorry, aber für mich persönlich zählt es nicht als tot. Ich weiß nicht, wie ich da sonst runterkomme. Ich bin ganz langsam rangegangen, damit er sich festhält. Wenn er es da nicht tut, kann ich nichts machen. Und ich kenne jetzt keinen anderen Weg da lang. Kenne ich nicht. Könntest du mir sagen, gibt es da vielleicht noch einen anderen Weg, wieder zurückzukommen auf normalen Weg? Dann sag das mir bitte. Für mich war das die einzige Möglichkeit. Wenn die nicht funktioniert, kann ich nichts tun. Das ist das erste Mal, dass ich so runtergefallen bin. Ich bin extra so langsam gegangen. Das hat immer funktioniert. Diesmal natürlich nicht. Naja, jetzt sollen wir machen. Dann müsst ihr jetzt entscheiden, ob es zählt oder nicht. Für mich zählt es nicht als tot. Ja. Weg damit. Weil ich find's ärgerlich, weil wir waren ja so gut wie da. Naja. Was soll's. Okay, 3 Schüsse mehr. 1, 2, 3. Und dann kommt der da vorne. Und jetzt ist er weg. Also ich sehe da. Ich sehe da aber auch keinen weiteren Weg. Also es ist eigentlich die einzige Möglichkeit. Naja. Und los. Hier gebe ich übrigens keinen Schwung. Hier kriegt ihr automatisch. So, und jetzt achtet mal immer wieder auf Quarks Augen. Erschreckt euch nicht. Captain Quark! Wo? Kommen Sie, Quark, ich weiß, dass Sie sind. Steve ist mein Name. Sehr erfreut. Okay, Steve. Ich muss wissen, wo Drake ist, bevor es zu spät ist. Sagten Sie eben, zu spät? Sir, es ist nicht zu spät, das neueste Produkt aus der Qualitätspalette von Gadgetron zu erwerben.
Ich biete Ihnen nur hier und heute den Gadgetron PDA. Profi-Deppen-Abwehrgerät? Nein, 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 persönlicher Dauerlieferassistent. Mit diesem Gerät können Sie ganz einfach Munition erwerben. Wann immer und wo immer Sie es wünschen. Ja? Wer sagt mir, dass es funktioniert? Auf Gadgetron-Qualität kann man sich immer verlassen. Oder mein Name ist nicht... Steve. Ja. Oh Gott, der kostet nur 1000? Lol. Der kostet nur 1000? Also in Teil 3 gibt's laufende, da war der relativ teuer. Okay. Ach nee. Ich kann sagen, ich weiß, warum es hier keinen Clank gibt, aber... Ist okay. Mit Clank könnte ich doch mich jetzt runterfliegen, das würde ich niemals tun jetzt. Okay. Ich verzahne nehmen wir direkt mit, ne? Vielen Dank und einen quarktastischen Tag! Was war das? Nichts. nichts. Aber nichts, das zeige ich mal ganz kurz, ne? Hallo, Fellknäuel. Haben direkt jetzt hier einen Händler. Die Munition ist allerdings relativ teuer. Eine Schönheit. Zehnfacher Preis, doppelter Preis, fünffacher Preis. Eine Schönheit. So eine 50%ige Erhöhung, zehnfacher Preis, ne? Fünffach. Ups, was war das jetzt gerade? Was war das? Egal. Gut, ich fliege zurück zum Schiff und da schalte ich den auch wieder ein. Wir müssen mich damit rechts beenden.